meinem letzten Video hatte ich ja schon angekündigt, dass ich versuchen werde, eine Hausbeleuchtung zu installieren in die kleine Villa von Faller, die ich noch nicht ganz fertig gebaut hatte, beziehungsweise noch nicht zusammengeklebt war, damit ich die Beleuchtung noch installieren kann. Das Ganze mit dem Arduino programmiert, relativ simpel, relativ einfach. Das Ganze und vor allen Dingen kostengünstig. Ist mir das jetzt nach einigen Anlaufschwierigkeiten und Ungereimtheiten dann doch gelungen? Schützenhilfe hatte ich von meinem Sohnemann, der sich zumindest schon mal mit dem Arduino ein bisschen auskannte. Und so haben wir das zu zweit jetzt hier hinbekommen. Und ich möchte versuchen, hier eine Anleitung zu geben, so verständlich und einfach, auch für jeden, der noch nicht mit dem Arduino gearbeitet hat. Und ich hoffe, dass das so einigermaßen verständlich rüberkommt. Von denen, die mehr Ahnung haben und damit schon viel weiter sind mit weiteren Programmierungen und so weiter, wenn ich irgendwelche Fehler hier drin habe, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, das zu korrigieren. Denn 100% ist das noch nicht, beziehungsweise es hat noch nicht so funktioniert, wie es der eine oder andere erklärt hat. Und deswegen wäre ich dankbar, wenn ihr mir Korrekturen und Tipps einfach in die Kommentare reinpackt. Was ich noch erwähnen möchte, bevor es losgeht, das Ganze entspricht jetzt dem Stand von Februar 2022. Es ist durchaus möglich, wenn man das Video später schaut, dass sich die Technik bzw. die Software verändert hat und das eine oder andere vielleicht nicht mehr zutrifft. Die Teile, die ich für meine Beleuchtung verwendet habe, habe ich versucht, euch unten in der Beschreibung zu verlinken. Und das ist jetzt definitiv die Variante, die bei uns hier funktioniert hat. Hier habe ich dann erstmal das Grundgerät, den Arduino Uno, beziehungsweise kein Original Arduino, sondern einen von den offenen Nachbauten. Diese Unos kosten zwischen 12 und 25 Euro, je nachdem, was man dann für einen Hersteller nimmt, beziehungsweise ob sie gerade im Angebot sind. Diese Geräte werden versorgt über den USB-Anschluss, werden mit USB mit dem PC verbunden. Ich habe in einigen Anleitungen gelesen, dass man eine 9-Volt-Batterie zur Stromversorgung braucht. Und bevor ich überhaupt losgelegt habe, habe ich mir dann einen Adapter für die 9-Volt-Batterie besorgt und habe den Uno dann daran angeschlossen, um nachher festzustellen, dass diese 9-Volt-Batterie eigentlich nur benötigt wird, wenn man das Gerät nicht mehr mit dem PC verbindet und er praktisch eine eigene Stromversorgung benötigt. Auf die 9-Volt-Batterie kann man problemlos verzichten, solange man das Gerät jetzt nur zur Programmierung benutzt. Und das ist das Teil, was ich dann nachher in dem Sinne damit programmieren möchte. Das heißt, einen sogenannten Mikrocontroller, hier einen Atini 45, der nachher dann im Grunde genommen ins Haus eingebaut wird, diese Steuerungsprogramme ablaufen lässt und ins Haus kommen dann im Grunde genommen nur zwei Kabel für die Stromversorgung mit maximal 5 Volt für diesen kleinen Mikrocontroller. Hier habe ich dann mal die Pin-Belegung benannt und zwar der kleine Atini-Mikrocontroller hat oben links in der Ecke so einen kleinen Punkt. Das ist im Grunde genommen die Orientierung, ansonsten kann man dann eigentlich allzu viel dran erkennen. Und dieser Punkt, der Anschluss auf der linken Seite, bedeutet praktisch, dass das hier der Reset-Anschluss ist. Unten drunter haben wir dann auf der linken Seite den Anschluss 3 und 4 und ganz unten in der Ecke den Ground-Anschluss bzw. den Minus-Anschluss. Auf der rechten Seite von oben haben wir den für maximal plus 5 Volt und unten drunter die Pins zur Ansteuerung 2, 1 und 0. Und die 0 ist nur so weit nach rechts gerückt, weil mein Schneidprogramm irgendwie das für besser hielt. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Dann gibt es hier der Einfachheit halber so kleine Stecksockel. Das heißt, hier kann der kleine Atini nachher eingesteckt werden. Das hat den Vorteil, dass wir nicht direkt an den Atini unsere Anschlüsse anlöten müssen, sondern an den Stecksockel. Und sobald wir den Atini dann zur Umprogrammierung oder zum Austausch herausnehmen wollen, haben wir halt den Vorteil, dass die Kabel nicht festgelötet sind und wir können einfach abziehen und einen anderen Atini einstecken. Auf der rechten Seite den Stecksockel habe ich auf eine kleine Platine gelötet. Das macht das Ganze noch einfacher. In dem Fall hier nicht so interessant, aber nachher am Haus kann man es dann sehen, weil ich die anderen Anschlüsse, die nicht direkt mit dem Atini verbunden werden, auch dran anlöten konnte und das Ganze so zu einer kompakten Einheit wird. Hier dann nochmal so eine kleine Platinenplatte, die dann Stück für Stück zerlegt wird in die Größen, die man braucht. Ich mache es beim nächsten Mal auch ordentlicher, das sieht hier noch ein bisschen zerrupft aus. Aber es war meine erste und die ist mir mehr zersprungen, als dass ich sie ordentlich schneiden konnte. Aber beim nächsten Mal werde ich das dann besser machen.
Dann habe ich mir noch ein sogenanntes Steckboard oder Breadboard besorgt. Das ist einfach ganz praktisch, wenn man den iTini probieren möchte, ohne ihn direkt in die Schaltung schon mal einzubauen oder in das Haus einzubauen. Man hat hier die Möglichkeit, die Schaltung sozusagen nachzustellen, eine Testschaltung aufzubauen, um zu probieren, ob das Ganze funktioniert. Und wenn nicht, den iTini einfach wieder neu zu programmieren und das Ganze nochmal zu kontrollieren. Ich habe am Anfang dann versucht, mit normalen, einfachen Kabeln das Ganze zu bestücken. Das hat nicht wirklich funktioniert, weil diese Steckverbindungen teilweise so eng zusammen waren, dass ich diese einfachen Kabel mit den Fingern dann immer wieder rausgepupelt habe, wenn ich ein anderes eingesteckt habe. Deswegen habe ich mir diese Originalteile besorgt und die sind dafür gedacht und halten dann auch relativ stabil an ihren Plätzen fest. Und zum Schluss nochmal die LEDs, die ich verwendet habe, habe ich im letzten Video schon gezeigt. LED-Lichtschlauch mit 5 Volt, auf der rechten Seite noch mit dem Original USB-Anschluss noch auf der Rolle und links dann schon ein abgeschnittenes Einzelteil, was ich mir dann schon mit Kabel neu verlötet habe. Und hier ist dann nochmal kurz das Netzteil, mit dem ich das Ganze nachher ansteuern werde. Das hatte ich euch im letzten Video auch schon mal vorgestellt. Hier habe ich dann sozusagen die Kabelverbindung schon hergestellt. Auf der linken Seite das Steckbrett mit dem eingesteckten iTini und auf der rechten Seite den Arduino zur Programmierung. Und hier habe ich dann die Kabelverbindung für euch mal rausgesucht, und zwar linke Seite der Arduino-Pins und auf der rechten Seite der iTini. Das heißt, von oben angefangen, der Arduino-Pin Nummer 13 muss verbunden werden mit dem iTini-Pin Nummer 2, der Arduino-Pin Nummer 12 mit dem iTini-Pin Nummer 1 und so weiter und so fort. Beim Arduino ist das ziemlich simpel, weil der ist komplett beschriftet. Jeder dieser Pins hat eine Bezeichnung, das findet man relativ schnell. Bei dem iTini müsst ihr dann nochmal zurückblättern auf die Pin-Belegung, die ich vorhin schon mal gezeigt habe. Oder ich blende sie einfach jetzt nochmal kurz ein, das ist dann vielleicht doch einfacher. Machen wir es so. Dann kommen wir zu den ersten Ungereimtheiten, und zwar habe ich dann mehrere Videos gefunden, beziehungsweise Anleitungen gefunden, wo in dem Arduino dann nochmal ein Kondensator eingebaut werden sollte, dazwischen geschaltet werden sollte, und zwar mit 10 Mikrofarad. Und der sollte eingesteckt werden zwischen Ground und dem Reset-Pin. Wenn wir das jetzt gemacht haben, hat überhaupt nichts funktioniert, sodass wir erstmal auf dem Schlauch standen und überhaupt nicht wussten, was hier los ist. Weil wir haben also beim Runterladen der Dateien dann hier nur Fehlermeldungen bekommen, bis wir dann überall hin und her gesteckt haben und irgendwann gesagt haben, wir lassen den Kondensator einfach mal weg. Und nachdem wir den weggelassen hatten, hat es bei uns dann problemlos funktioniert. Und dann habe ich noch weitere Videos gefunden, und hier unten auf der linken Seite hat jemand dann beim Überspielen der Daten oder der Programmierung dann einen Kondensator praktisch am iTini eingebaut, allerdings auch ohne jegliche Erklärung. Wir haben das jetzt auch nicht gemacht und es hat auch problemlos funktioniert. Würde uns aber interessieren, was es mit den Kondensatoren auf sich hat, ob das jetzt dauerhaft irgendeinen Schaden nehmen kann oder irgendwas einen Schaden nehmen kann, wenn man den weglässt, oder ob das nicht gebraucht wird oder ob er nur falsch gesteckt ist. Deswegen wäre es schön, wenn sich dazu irgendjemand äußern könnte und uns vielleicht einen Tipp geben könnte, was es denn mit den Kondensatoren auf sich hat. Wie gesagt, wir haben sie weggelassen, haben überhaupt keine Probleme, seitdem funktioniert es eigentlich wunderbar. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben. Dann kamen wir hier praktisch zur ersten Installation von unserem Arduino. Das heißt, die Original-Arduino-Startseite öffnen, auf die Software gehen, Downloads, dann logischerweise das Betriebssystem suchen, für das man den iTini runterladen möchte, auf den Download gehen und den Anweisungen folgen. Dann habe ich als nächstes einen Link zum Herunterladen, den setze ich euch unten in die Beschreibung rein. Den habe ich selbst von der Seite vom YouTube-Kanal Mavtech gezogen. Er hat ihn auf seiner Seite zur Verfügung gestellt und das ist das nächste, was wir jetzt benötigen. Und da hatten wir dann das nächste Problem, das heißt, wir haben versucht, diesen Link dann direkt zu kopieren. Und die Problematik war, dass das auch nicht funktioniert hat, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass wenn wir direkt aus YouTube rüber kopieren, das Problem haben, dass der YouTube-Pfad immer davor hängt und dass das Ganze nicht funktioniert.
Deswegen haben wir den Link geöffnet und auf dieser Seite dann oben den Originallink kopiert, sodass dieser ganze YouTube-Teil vorne weggefallen ist und das hat dann funktioniert. Dann gehen wir noch auf der Arduino-Seite auf Datei, dann hier unten auf Voreinstellungen. Dann öffnet sich dieses Fenster und in diesen unteren Teil muss dann der Link von eben eingefügt werden. Wir haben das hier gemacht mit der Steuerung STRG-Taste plus V und schließen das Ganze dann mit OK ab. Als nächstes gehen wir dann hier oben auf Werkzeuge, ziehen hier runter auf Board, ziehen dann hier rüber auf Bordverwalter. Dann öffnet sich das nächste Fenster und wir ziehen hier runter bis zu unserem ITINI. Und gehen auf Installieren. Wir schließen das Fenster, gehen hier oben links auf Datei, auf Beispiele und auf Arduino ISP. Dann öffnet sich das nächste Fenster, wir machen das Fenster groß. Wir gehen hier oben wieder auf Werkzeuge, ziehen runter auf Board Arduino. Als nächstes der Port. Da muss dann wieder der Arduino Uno eingestellt sein. Als nächstes Programme, dann der Arduino ISP wird hier eingestellt. Und als nächstes hier oben auf Hochladen. Als nächstes besorgen wir uns jetzt das Programm, was nachher den kleinen ITINI steuert. Das Ganze habe ich hier gefunden bei Herberts Endprojekte, das belebte Haus. Der hat das vor ein paar Jahren schon mal und der hat auf seiner Seite die Sketche für den Arduino abgelegt, beziehungsweise die Sketch für den ITINI. Und da wir ja direkt mit dem ITINI nachher steuern, brauchen wir nur den Sketch vom ITINI. Das heißt, ganz unten hier auf der Seite gehen wir dann zum Download und laden uns den Sketch runter. Dann gehen wir auf der Arduino-Seite wieder auf Datei öffnen, suchen unseren Download und kopieren uns den hier hinein. Dann gehen wir wieder auf Werkzeuge. Board ist dann wieder der Arduino Uno. Hier hinten aufgeführt ist dann der ITINI Mikrocontroller und wir haben einen ITINI 45. Dann gehen wir hier unten drunter auf den Prozessor und eingestellt ist dann auch wieder der ITINI 45. Unten drunter der Punkt Clock steht dann auf 1 MHz bei uns. Der Port ist wieder COM3 Arduino Uno und der Programmer ist wieder der Arduino ISP. Als nächstes gehen wir hier oben wieder auf Hochladen. Hier haben wir dann praktisch geöffneten Sketch bzw. das Steuerprogramm. Hier oben haben wir die Zeiten angegeben. Das Ganze wird wohl in Millisekunden angegeben. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze zu verändern. Das heißt, wir können jetzt die Zeiten verändern, die Länge der einzelnen Belichtungsteile bzw. auch ein Ausgang ist belegt mit so einem Fernsehflimmern. Man kann ja die Flimmergeschwindigkeit verlangsamen oder verlängern. Damit haben wir uns aber jetzt im Großen und Ganzen noch nicht weiter beschäftigt, sondern es ging jetzt erstmal darum, nur dieses Programm hier überhaupt zum Laufen zu kriegen und das Ganze zu beleuchten. Das sind dann Feinheiten, da werde ich mich später nochmal drum kümmern, vielleicht auch um aufwendigere Programme und so weiter. Aber im Moment bin ich erstmal froh, dass wir das hier mit diesem relativ simplen Programm, was zur Verfügung gestellt wird, hinbekommen haben. Ein Nachteil dieses ganzen Aufbaus ist, man bekommt also keinerlei Bestätigung, dass das jetzt funktioniert hat. Uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen kleinen ITINI jetzt praktisch auszubauen, im Grunde genommen in eine Art Testschaltung einzusetzen und zu probieren, ob das Ganze funktioniert. Hier zeige ich euch dann meinen persönlichen Merkzettel. Ich weiß, dass das in keinster Weise einer perfekten Schaltungszeichnung entspricht, aber das Ganze soll einfach nur verdeutlichen, wo der Pluspol und der Minuspol ist, beziehungsweise oben rechts in der Ecke haben wir unseren 5-Volt-Anschluss und unten links haben wir Minus. Und als Besonderheit bei dem Ganzen kommt jetzt bei den LEDs zum Tragen, dass wir keinerlei Widerstände einbauen. Das heißt, wir gehen mit dem Pluspol definitiv einfach nur an die Ausgänge von dem ITINI und die Minuspole werden nachher alle zusammengefasst und gehen damit zurück an die Stromquelle. Dass ich mit dieser Zeichnung keine Chance auf eine Elektroniker-Leerstelle habe, ist mir schon klar. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Aber es hat mir das Ganze erleichtert, denn hier auf diesem Steckboard ist das Ganze dann schon ziemlich verwirrend und ich musste gucken, wie, wo, was hingesteckt wird. Der kleine ITINI steckt hier schon dazwischen und verschwindet einfach komplett zwischen den Kabeln. Und deswegen war dieser kleine, einfache Schmierzettel mir zumindest eine große Hilfe. Und hier habe ich in dem Sinn dann so eine Art Testschaltung aufgebaut. Habe das Ganze auf ein Brett gesetzt und auch die LEDs verklebt, damit man sie auch wirklich erkennen kann,
und das Ganze hier mal im Schnelldurchlauf einfach laufen lassen, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Und die Programmierung ist angekommen, es hat alles funktioniert. Und das ist sozusagen das vorläufige Ergebnis davon. Dann bin ich hingegangen, habe mir wieder 5 von den LEDs von dem Leuchtschlauch geschnitten und habe sie hier kurz mit Kabeln versehen. Und hier kam das Ganze dann in der Villa zum Einbauen, war gar nicht so einfach. Dadurch, dass diese Räume getrennt sind und ich versuchen musste, einerseits die Räume noch zu verkleben, beziehungsweise das Gebäude noch zu verkleben und gleichzeitig die LEDs anzubringen, aber auch nicht so viel verlängertes Kabel da rumbampeln haben wollte. Deswegen habe ich das Ganze so Stück für Stück gemacht und ihr seht hier den Anfang. Hier sind wir dann schon beim 2. Stock, der untere ist jetzt schon verkabelt und verklebt. Hier ist das obere Stockwerk auf der rechten Seite dann am Trocknen. Und hier seht ihr dann kurz die Platine von unten, und zwar auf der linken Seite ist im Grunde genommen mein Stecksockel verbaut und auf der rechten Seite auf der gleichen Platine habe ich dann die Minuspole alle zusammengefasst, sodass das durch die Platine dann zu einem kleinen kompakten Bauteil wird, was man dann relativ gut unten in das Gebäude einsetzen kann. Und so wird dann Stück für Stück verlötet. Und hier könnt ihr erkennen, dass die LEDs im Grunde genommen von unten am Dach angeklebt sind, kurz bevor das Ganze dann hier verklebt wird. Ich habe mich dann weiter mit den Lötarbeiten da herumgequält, was nicht wirklich meine Stärke ist. Das Ganze hat dann aber relativ gut funktioniert und das Haus ist verklebt, zusammengebaut. Die LEDs sitzen an der richtigen Position und das ist dann der erste Test hier noch auf dem Montagetisch nach vollbrachter Arbeit. Leider hat das Haus ja keine Lichtmaske innen drin. Das heißt, ich habe versucht, das mit dem Pinsel im Grunde genommen nachher alles dicht zu bekommen. Ist relativ schwierig. Beim nächsten Mal würde ich das anders angehen. Das heißt, ich würde beim nächsten Mal, bevor ich irgendwelche Vorhänge klebe, das direkt von innen nochmal alles einfärben oder eine zweite Wandschicht einsetzen, Wandstärke einsetzen aus Pappe oder Ähnlichem, einfach um das Licht dichter zu bekommen. Und hier habe ich das Gebäude dann wieder auf der Anlage oben integriert, angesteuert jetzt mit dem 3-Volt-Netzteil, was ich euch im letzten Video schon mal gezeigt habe. Das Ganze funktioniert ziemlich problemlos. Das ist jetzt erstmal die erste Version von meinen Beleuchtungssteuerungen. Das Ganze kann man dann natürlich noch steigern, habe ich in anderen Videos schon gesehen bei anderen Leuten, indem man größere Mikrocontroller verwendet, andere bzw. aufwendigere Programme oder dieses vorhandene Programm hier erweitert. Als nächstes könnte man dann programmierbare LEDs einsetzen, die dann allerdings auch eine dritte Leitung brauchen. Und damit hätte man die Möglichkeit, die Lichtfarbe und die Lichtintensität noch zu steuern. Aber das ist für mich erstmal Zukunftsmusik. Das war jetzt erstmal die einfachste Version. Ich bin erstmal ganz happy, dass das funktioniert hat. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt einigermaßen verständlich und nachvollziehbar hier rübergekommen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge und Erweiterungen habt, Dinge, die ich vergessen habe oder verdreht habe oder hier noch besser machen könnte, denn es ist jetzt für mich auch absolutes Neuland gewesen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich denke, ich werde mich in nächster Zeit dann ein bisschen weiter mit beschäftigen. Man bleibt hier im Endeffekt unter 5 Euro pro Haus und das finde ich eigentlich ganz interessant. Für mich interessant war diese Variante, jetzt nur mit 2 Kabeln zu arbeiten, die jetzt durch die Platte gehen, weil ich meine Anlage ja irgendwann abbauen werde und werde mir was Größeres aufbauen. Und dann hat das natürlich den Vorteil, dass ich jetzt nicht eine komplette Verkabelung für jede LED mit einem größeren Verteiler irgendwie unter der Platte habe, sondern jedes Haus einfach nur Plus und Minus angeschlossen wird und ich die auch definitiv ganz einfach und simpel wieder entfernen kann, um sie auf eine andere Platte zu setzen. So, ich hoffe, für den einen oder anderen war das auch eine Anregung. Ich danke euch fürs Zuschauen, demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.